Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu dem ersten Video in diesem Jahr. Auch wenn Bibis Video vielleicht zeitgleich gerade online ist, meins wurde vorher gedreht. Okay. Wir dachten uns, wir setzen uns mal hier hin. Ich habe ein richtig nices Getränk zubereitet. Nennt sich Wasser mit Zitrone. Ja, auf jeden Fall wünschen wir euch erstmal ein super schönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet richtig Spaß, habt richtig Krawall gemacht. Wie gefällt euch erstmal unser neues Set? Ich habe mich jetzt einfach hier, das ist unsere Küche, diese Küchentheke. Ich habe uns jetzt einfach gerade hingesetzt und es sieht irgendwie aus wie ein Studio. Findest du? Ich finde schon. Unser kleiner Stinker sitzt hier unten auf dem Boden, also den haben wir hier auf den Boden gesetzt, der ist schon in seiner Wippe drin. Wir dachten uns nämlich heute, beziehungsweise habe ich euch auf Instagram so richtig motiviert gefragt. Unter anderem wurde mehrfach der Wunsch geäußert, ich soll mal auf Videos reagieren, die null Aufrufe haben. Und, ich glaube, ich habe noch nie ein Video angeguckt, das null Aufrufe hat. Doch, bestimmt. Sicher? Ja klar, deine eigenen Videos, die hast du schon vorher gesehen, haben die auch null Aufrufe. Das stimmt. Der macht neuerdings immer den hier. Und der sagt immer so, Agi. Jetzt habe ich hier oben Bibis Beauty Palace, da gehe ich mal auf Suche. Letzte Stunde. Silvester-Vlog. Wieso kommt das unter deinem Erster Namen? Erster Vlog auf diesem Kanal. Okay, ich reagiere das erste Mal in meinem Leben auf ein Video. Kommt zu einem neuen Video von mir. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum es jetzt so dunkel ist. Ja. Aber es ist 6 Uhr morgens und wir fahren jetzt gleich nach Thüringen. Ach was. Weil wir da bei Freunden feiern, also Silvester. Hä? Du scrollst irgendwo hin, dass dir da was denn bevor die Tür. So. Bearbeitungsprofi. Ruf dann Tommy Hilfiger Pulli. Geil. Dann eine Standardhose. Okay. Dann Jogginghose. Was stand da? Irgendwas mit Streichhölzer. Was ist einfach eine Meldung mit Streichhölzer? Streichhölzer gehören in die Schachtel. Was? Ach, wegen seinen Beinen, weil die so dünn sind, oder was? Wenn nicht, habe ich ihn jetzt einfach random mal weggebissen. Okay, ja komm, ich skipp mal ein bisschen vor. Vielleicht hat er noch mehr so lustige Sprüche da immer reingekommen. Okay, Musik geht leider nicht. Oh, hat auch schon einen Aufruf. Die Frage ist jetzt, sind wir das? Hat schon einen Daumen nach oben, also sind wir es nicht, weil wir haben keinen Daumen nach oben gegeben. Ich hätte gar nicht auf das Video reagieren dürfen. Nein! Genau in der Sekunde hat es... Ja. Ja. Findet der auch scheiße. Okay, ich suche hier schon mal das nächste Video, ja? Da komme ich, das ist klar. Dann gucke ich mir mal mein eigenes Video an, ne? Nein, das lassen wir. Okay, ich bin jetzt hier auf eine Seite gekommen. Die nennt sich Randomly Inspired. Da finde ich Videos, die noch niemand gesehen hat. Okay, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Okay, null Aufrufe, perfekt. Es ist kein Ton. Das Video hat keinen Ton. Kein Ton. Ja, kein Wunder, dass das keine Aufrufe hat. Ich finde die Seite aber eigentlich geil. Ich finde es auch cool. Not a Cinnamon Challenge. Oh, hier ist was zu erzählen. Geil. 3 Minuten schon. Aber warte, erstmal müssen wir checken. Wirklich? Ich hab wirklich null Aufrufe. Okay. So. Not a Cinnamon Challenge. Das heißt, sie macht keine Challenge in dem Video. Genau. Das heißt, ich könnte jetzt mal ein Video nennen, nicht eine Explosion. Und mach auf Thumbnail eine richtig krasse Explosion. Boah, das wäre richtig krass. Das ist Clickback Nexus Level. Ich kaufe mir keinen Tiger als Haustier. Ja, krass. Ja. So könnte ich das Video eigentlich nennen. Boah, der Kleine geht richtig ab. Der hat jetzt seine Rassel am Start. Und er kann seit vorgestern richtig krass Sachen greifen. Wenn du die dem auf den Bauch legst, dann nimmt er sich die einfach, hebt die so hoch und macht so richtig Radau. So, mal gucken, was die Frau uns jetzt hier noch zu melden hat. Ich bin gespannt. I'm doing 2 workouts today. 2 Workouts. So, I'm ready to do my Ziva. And today we're actually doing... Guys are getting the set ready. Ich würde gerne die Nicht-Cinnamon-Challenge gucken. And das Video ist von 2013. Was? Okay, das ist krass. Da lädt die vor 6 Jahren ein Video hoch und hat keinen Aufruf. Die sind jetzt so sportlich, da komme ich wieder schlecht vor, dass ich hier rumsitze und kalorienhaltiges Minzwasser. Oh, ich höre ja gar nichts. Kann man hier nicht irgendwie gucken, deutsche Videos oder sowas? Scheint mir nach irgendeinem Radiosender auszusehen. Da bin ich wieder auf dem Radiosender gelandet. Und da bin ich schon wieder auf dem Radiosender gelandet. Wow, ich bin schon wieder auf dem Radiosender. Irgendwas funktioniert hier nicht. Ich komme die ganze Zeit auf den gleichen Radiosender. Ich gebe jetzt einfach mal einen Bianca Heinicke. Ja, also hat da jetzt jemand ein Video zu. Ja, komm, wir haben jetzt hier ein Video mit 0 aufgerufen. Hat es jetzt 10, dann wollen wir mal nicht so genau sein, oder? Okay. Da, 0 auf. Oh, was? Ein Aufruf, okay, lassen wir durchgehen. Warte, was steht da? Bianca Heinicke Commercial German. Hä, das ist die Telekom-Werbung, die du mal vor 5 Jahren hattest. Hä, was geht denn? Hä, ist auch noch alles auf Englisch? Vor allem, this video is a Telekom Commercial that was created in 2015. Und ich habe so ein leckeres Eis gegessen. 35 Grad, das musst du dir mal vorstellen. Wir haben so ein geiles Hotel mit einem Balkon und Blick auf die gesamte Bucht. Und es war gestern einfach...
Scheiß. Geil. Einfach, wie komme ich da jetzt drauf? Weiß ich nicht. Ich verstehe auch nicht, warum jemand, der nicht aus Deutschland kommt, diesen deutschen Werbeclip hochlädt. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr damals diese Werbung? Ich glaube, die lief im Fernsehen, oder? Ja. Ich glaube, ihr lief im Fernsehen. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr euch noch daran erinnert. Es war so krass. Alles am Strand war bestimmt voll mit 50 Kameraleuten oder so. Ja, sogar. Die stand da die ganze Zeit. Sogar der Mann, der im Hintergrund lang gegangen ist, der war eingewiesen. Geil. Ja. Ich gebe jetzt einfach mal ein A. Ah, scheiße, 44 Millionen Aufrufe. Das hätte ich mir jetzt gerne gegeben. So, jetzt mache ich mal letzte Stunde. Was ist denn hier los? Oha, die hat 10.000 Dollar gefunden, hat auch noch keine Aufrufe. Wow, krass, hier geht jetzt richtig krasser Content ab, Leute. Ja, einfach mal 10.000 Dollar finden. Ist ja eine arschgeile Nummer. Da, Leute, guckt euch dieses Minion an. Dieses Minion sieht aus wie ich. Jetzt mal ohne Scheiß. Das sieht aus, als würde ich so machen. Können wir es mal bitte kurz hier nebeneinander... Du bist ja komplett durch. Das bin ich, das Minion. 10.000 Cash in a real treasure. Auf jeden Fall hast du 10.000 Dollar gefunden. Ich habe also richtig Glück, dass ich jetzt der Erste bin, der sich dieses 19 Daumen nach oben... Toll. Hi. Und ich glaube, die Box, die die plötzlich im Wohnzimmer finden, die war nicht schon immer da. Also ich kann mir vorstellen, dass die auf jeden Fall da jemand hingelegt hat. Vielleicht sogar das kleine Mädchen. Oder die Mama, die möchte, dass da Klicks aufs Video kommen. Also, ich freue mich, dass die Geld in ihrem Wohnzimmer gefunden haben. Es ist mir irgendwie alles hier gerade zu englisch. Silvester. Silvester. Ein Aufruf. Ein Aufruf. Sieht da richtig spaßig gehabt aus. Nein, das ist geil. Bleigießen macht Bock. Geil. Bams. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist meine Aufnahme gestoppt, Bianca. Ich habe den Mega-Hack ausgepackt und zwar habe ich mal, jetzt hier in dem Falle, Bibis Beauty Palace hingeschrieben und habe dann nach Aufrufen sortiert und bin so weit nach unten gescrollt, bis jetzt die kommen mit den wenigsten Aufrufen. WhatsApp mit Bibis Beauty Palace. Da bin ich sehr gespannt. Könnte sein, dass es sich hier nicht um die Wahrheit handelt. Stopp, Moment. Hey, WGS, mir geht es gut. Wie geht's dem Baby? Auch gut. Was machst du so an Weihnachten? Wir sind zu Hause, meine Oma kommt. Ich schaue immer, wenn ich auf YouTube bin, deine Videos an. Oh, eine Sprachnachricht. Krass. Spiel mal ab. Spiel ab, spiel ab, spiel ab. Warte, spiel ab. Spiel doch die Sprachnachricht ab. Ah, cool, das ist einfach ein gefakter WhatsApp-Verlauf, der so einfach nicht stattgefunden hat. Jetzt, oh, die schreiben was. Smiley. Krass. Also das Video hat mich definitiv unterhalten, dafür gibt es einen Daumen nach oben. So, was haben wir hier? Was ist denn hier los? Startet gleich, okay. Okay, startet ihr auch gleich? Okay, startet ihr gleich? Okay. Okay, das ist, glaube ich, das krass unnötigste Video, was ich jemals gesehen habe. Das ist vom 9.12.2018 und ich glaube, der Teststream startet gleich nicht mehr. Das ist was? 7,5-minütiges Video. Wo die ganze Zeit steht, Teststream startet gleich. Exakt, da passiert nichts mehr. 10 Aufrufe gerade noch im Rahmen, ziehe ich mir rein. 15 Aufrufe, scheiße. Hat ein zweites Kind bekommen und uns nichts gesagt. Okay. Der Hintergrund hat sich geändert, ist jetzt Lieder. Wieso hat sie das Woll gemacht? Damit sie eine große Welle auf YouTube machen kann. Okay. Und so Klicks machen kann und Geld wegen uns bekommt. Okay, eine Sache ist klar, Klicks hast du nicht gemacht. Natürlich war alles nur Spaß. Sein und sie lügt uns an. Abonnieren und liken. Okay. Okay, 28 Aufrufe. Okay, das muss ich mir aber noch geben. Das muss ich mir geben. Das ist ein lustiges Thumbnail. Mimi, brauchst noch lange? Hier ist einer, der hat deine Schwangerschaftsfotos nachgemacht. Gib mir gerne einen Daumen nach oben. Oder schreib mir, was wir uns mal zusammen angucken sollen. Ich habe jetzt hier so ein arschgeiles Studio. Das ist nicht mein Esszimmer. Das ist ein Studio. Genau. Geil, hier ist oben, küssen sich. Oh, Bibi und Julienko küssen sich. Ne, 29 Aufrufe, tut mir leid, das ist einer zu viel. So. Hi. Hi. Okay. Ich stelle Bibis Beauty Palace Schwangerschaftsfotos nach. Richtig Bock? So, voller Bildschirm, nur für dich. Warte, hat der Bock auf 20 Daumen nach unten oder was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Ah, stell vor, ich würde mein Video so beginnen und dann so 40.000 Dislikes ins Cover. Fürs heutige Video habe ich mir überlegt, wie ganz YouTube Deutschland weiß, hat Bibi ein Kind bekommen.
bevor sie das Kind bekommen hat, war sie überraschenderweise schwanger. Ach krass, wusstest du das? Und hat ein paar Schwangerschaftsfotos auf Instagram hochgeladen, die ich heute nachstellen möchte. Ich habe aber ein Problem. Warum? Ich wäre nicht ich, gäbe es kein Problem. Ja, okay, was hat er für ein Problem? Er ist nicht schwanger. Ich glaube auch, das ist das Problem. Oder sein Problem ist, dass er ein Mann ist. Okay, weißt du, was das richtige Problem ist? Er hat nicht die Kleidungsstücke, die du auf den Bildern dann hast. Und zwar filme ich mit meinem Handy. Ach, toll. Und dann okay, ich skippe mal ein bisschen vor, ja. Um das Foto geht's. Ich habe aber keine Donuts. Ich mag keine Donuts. Außerdem habe ich kein Geld, um mir jetzt ein paar Donuts zu kaufen. Deswegen, geil. Hi. Woher hat er die Perücke? Wie gesagt, habe ich keine Donuts. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Frisur getragen. Eine Bierflasche, das ist das, was einem Donut am nächsten kommt, glaube ich. Was ist das überhaupt für eine benutzte? Eine Bierflasche, das ist das, was einem Donut am nächsten kommt. Guck mal, da liegt einfach eine benutzte Socke im Bett. Ja, aber er zieht so sein Ding durch. Ich finde ihn cool. Er legt sich mit einer Bierflasche. Aber, na. Wie machen wir das? Du wirst ja irgendwas süß. Genau so sieht's aus, wenn Bibi Instagram-Bilder macht. Genauso. Okay, jetzt wird's verstört. War das gut genug? Ja. Das Bier ist übrigens alkoholfrei, wir sind nämlich schwanger. Boah, richtig krass. Also ich fand's immer cool, dass er erzählt hat, dass das Bier alkoholfrei ist. Gibt einen Kreativpunkt, oder? Also ich finde auf jeden Fall die Ähnlichkeit krass. Das letzte Bild ist das hier. Oh, am Strand. Jetzt ob bin ich mal gespannt. Wirklich, ob der irgendwo ja, ans Meer? Krass, ich bin gespannt. Ja, okay, wir haben es gesehen, das Bild. Und dafür bräuchte ich eigentlich eine andere Person, die mich idealerweise lieben würde. Die gibt es aber nicht. Oh nein! Deswegen muss ich das Bild alleine nachstellen. Ich mache das Ganze dann mit Photoshop. Damit bearbeite ich das Ganze. Das letzte Foto machen wir die meisten. Oh, mir ist was aufgefallen. Oh, was denn? Eine Sekunde vorher in der Szene ist dein Hemd noch aufgeknöpft. Lalalalala. Doch, ich schwör. Oh, krass. Und ein Strand habe ich in der Wohnung halt nicht. Ich stelle mich vor. Einen Strand habe ich in der Wohnung halt nicht. Strand? Du. Strand kommt. Strand in deiner Wohnung? Ich? Ja, immer. Was geht jetzt? Im Wohnzimmer meistens. Ach, der schwingt sich jetzt. Ach, der malt die Brille. Ach, Quatsch. Kreativer. Du wirst doch irgendeine Brille haben. Ich stelle mich doch nicht vor das Aquarium. Weil da zu wenig Platz ist, deswegen mache ich für das Ganze. Warte, wollte er sich vors Aquarium stellen, um einen auf Meer zu machen? Ja. Arschgeil. Ich muss sagen, der ist kreativ, der Typ. Glaubst du, es ist wichtig, die Geräusche zu machen? Ja, ich glaube schon. Da müsste eins dabei gewesen sein. Ich glaube auch. Hier das Endresultat. Das, ich kann mir schon genau vorstellen, wie es aussieht. Nicht. Vielleicht hat er dafür habe ich locker eine Stunde gebraucht. Oh, eine Stunde. Oh, okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Okay, das ist krass. Boah, aber krass gelöst. Krasser Typ. Sein kleines Problem da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir gefallen. Es hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich würde sagen, das ist auch ein gutes Endwort. Die Frage ist nämlich, hat es euch gefallen? Leider haben wir nicht so viele Videos gefunden, die null Aufrufe haben. Ich hätte natürlich vorher welche raussuchen können, hätte die angucken können, aber hätten sie nicht mehr null Aufrufe gehabt. Richtig. Weil dann hätten sie ja drei gehabt. Entschuldigung. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt jetzt gerne in Bibis Video ein. Du machst die Endcard, okay? Tschüss. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit weg war und ich sage auch. Können wir nochmal das Minion einblenden? Nein. Bitte noch einmal? Nein. Bitte? Nein. Okay.